Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher. Ja, wie ihr vielleicht seht, ich bin nicht mehr im Laden und ich bin an einem anderen Ort. Ich habe nämlich mir erlaubt, bevor ich den Part beginne, alles zu verkaufen, was ich nicht brauche, also alle Waffen, die ich irgendwann mal eingesammelt habe. Und ich bin wieder hierher zurückgekehrt in das Rückeanwesen, weil, naja, es haben wir ja noch nicht erkundet und dann bleibt unser Plan einfach auch erhalten, da ich eh nicht mehr hier war und weggereist bin und bla. Ich hätte auch hier hinreisen können und hätte das Ganze rückwärts machen können, dann hätten wir vielleicht noch den Sumpf mitnehmen können, aber nö. Nee. Wir gucken uns von daher erstmal hier um. Da scheint irgendwas zu sein. Irgendwas. Robuster Scheunenschlüssel. Damit aufsperren lässt. Alles klar. Machen wir mal ein bisschen Licht. Ich bin gerade über diesen Stolperdraht drüber, ne? Ah, für die. Aber ich bin da doch gerade rein. Ach, wahrscheinlich, weil die. Weißt du, oder so nicht mehr aktiv ist mit diesem Typi? Oder so, ich weiß es nicht. Also ich bin gerade definitiv durch die Tür. Aber es hat nicht aufgelöst. Naja, was soll war das gerade? Ja, aber der Draht scheint niemanden mehr zu interessieren. Hier ist irgendwas. Ich habe das Gefühl, ich bin einfach über die falsche Seite rein. Irgendwie, vielleicht hätte man von hier so kommen sollen und dann so, ne? Ich glaube, damit habe ich ein paar Sachen geskippt oder so. Weiß ich nicht. Naja. Egal. Deshalb hatte Geralt auch gesagt, boah, hier ist alles voller Fallen. So, ja, eine Feuerfalle, in die wir reingetrappt sind. Sehen wie Zwillinge aus. Das muss der Bruder der alten Frau gewesen sein. Aber, naja. Ist ja jetzt auch nicht so tragisch, oder? Jetzt sind wir jedenfalls wieder hier und untersuchen alles und, genau. Nehmen wir alles mit, was wir finden. Logischerweise. Es wäre schade, wenn es hier einfach rumliegen und vergammeln würde oder so. Keine Ahnung. Was ist hier? Das Klohäuschen. Die können halt gut sein, ne? So. Hier war auch, guck mal. Die Dinger sind wieder alle aktiv und so. Naja. Egal. Können wir die Leiter theoretisch wieder aufstellen? Nein, können wir nicht. Haben wir uns oben. Ach, die Leiter steht. Ah, es ist eine zweite Leiter gespawnt. Alles klar, ich verstehe. Ich verstehe. Eigentlich nicht, aber egal. Ich verstehe. So, ich glaube, das war's hier unten. Dann nehmen wir die Leiter hier hoch. Benutzen, bitte, danke, gerne. Und gucken uns hier oben nochmal in Ruhe um, ohne dass uns jemand vorlabert. Juppdi-dupdi-du, wir nehmen alles mit. So, wie sie es gehört. Oder so. Gibt es hier sonst noch irgendwas? Scheint nicht so. Ja, dann nehmen wir einfach den gleichen Ausgang wie vorher. Wenn wir uns das letzte Mal schon nicht verletzen, werden wir uns jetzt bestimmt auch nicht verletzen. Nein. Das ist nochmal ein Stolperdraht. Machen wir mal Licht. Und Licht. Und Licht. Und Licht. So.
So. Um zu sehen, dass hier nichts ist. Aber da oben hat doch... kommen wir da hoch? Wenn ich das so drüber springst, ich will, dass du drauf stehen bleibst. Scheint nicht zu funktionieren. Das heißt, wir kommen nicht da oben, das da oben hin. Vielleicht von draußen, so übers Dach. So, wenn ich jetzt... scheint nicht zu funktionieren. Das ist unbefriedigend. Von hier... auch nicht. Schade, schade, schade. Dann müssen wir uns weiter umschauen. So. Wenn die Tür nicht aufgehen will, dann machen wir sie einfach auf. Schade, dass es nicht mit verschlossenen Türen funktioniert. Ja, da ist irgendwas. Das gucken wir uns gleich an. Wohin nehmen wir uns? Die Wunder des Serikaniens. Das haben wir auch schon gelesen. Und so. Für alle, die Pause machen wollen und sich das nochmal durchlesen, mal komische Scherze, ganz ehrlich. Nee, das mache ich da jetzt nicht. Ein Tagebuch. Schon ziemlich abgenutzt. Ich mach's noch ein Tagebuch. Ja. Oh, jetzt. Oh, toll. Ich wollte nur komische Scherze kurz aufmachen, damit sich an den zeigt, was von wegen, hey, das hast du noch nicht gelesen. Und jetzt ist das Tagebuch weg. Wo ist das Tagebuch? Hier. Ach. Oder habe ich das gerade aus Versehen geöffnet? Keine Ahnung. Egal. Lesen. Ah doch, das haben wir gerade geöffnet. Ups, egal. Tagebuch von Dolores Rücker. Dritter Fein. Ich habe keine Ahnung. Die heißen Sommertage sind dieses Jahr früher als gewöhnlich gekommen. Humbert ist unerträglich. Er wird wütend, wenn ich die Milchmädchen zum Fluss begleite. Er sagt, ich dürfe mich nicht mit den Bediensteten anfreunden. Aber was ihn wirklich verärgert ist, wenn ich mit Jan und Fred spreche. Er behauptet, dass eine Dame von gutem Stand sich nicht mit Männern von Nieder... Oh, ich kann heute echt nicht, auch wieder nicht lesen, ey. Von niedrigerem Stand abgeben soll. Dies würde seine rechtmäßige Autorität ihnen gegenüber untergraben. Vielleicht wird er erträglicher, wenn die Sommerhitze vorbei ist. 20. irgendwas. Die Langeweile macht mir immer mehr zu schaffen. Ich liebe meinen Bruder und ich bin froh, dass wir das Anwesen nach dem Tod unserer Eltern nicht verkauft haben. Aber manchmal träume ich davon, wie es wäre, woanders zu leben, mit anderen Leuten. 43. irgendwas. Wir haben einen Gast. Er ist der Sohn eines Grafen, irgendwo in der Nähe von Gors Velen. Eine Jagd brachte ihn in unser Gebiet und er bat um Unterkunft. Oh, was für eine Freude! Endlich passiert was! 15. Lammers. Die Zeit ist gekommen, es zuzugeben. Ich liebe Roderick und ich habe das Gefühl, dass er mich auch liebt. Hoffentlich freut sich Humbert darüber. 18. Lammers. Ich habe Humbert von Roderick und mir erzählt. Er wurde sehr wütend. Er sagte, diese Partie stünde außer Frage. Vielleicht kann ich ihn vom Gegenteil überzeugen. 21. Lammers. Humbert bleibt unerbitterlich, aber ich werde die Liebe meines Lebens wegen ihm nicht aufgeben. Mir bleibt keine andere Wahl. Ich werde mit Roderick fortlaufen. Okay, okay. Alles klar. Wo war das also? Ich verstehe. Ich könnte schweben. Hui. Oh. Wo waren wir denn jetzt? Überall schon. Ich glaube überall. Hier ist nur wieder so eine Falle. Da können wir das ignorieren. Gut, ich denke, wir haben uns jetzt hier vollständig umgeschaut. Dies bedeutet, ich setze mir trotzdem einen Wegpunkt. Wir machen uns auf den Weg zu diesem Fragezeichen hier. Über eine Schlucht. Eine riesige, abgründige, tiefe Schlucht. Das Spiel hat gespeichert.
Aber wofür ist jetzt eigentlich dieser Schlüssel, den wir gefunden haben? Ich habe den falschen Knopf gedrückt, egal. Ja, ich sehe dich, aber das verkauft. nee, der war hier. Robuster Scheunenschlüssel. Das scheint ja für eine Scheune zu sein. Da war eine Scheune, aber. Oder war das für die Scheune und. Voll denkst so, ah, Scheune! Und dann läufst du da hin und dann macht's Boom, Explosion und so weiter. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Naja. Ignorieren wir es jetzt einfach mal. Wir rufen Plötze. Plötze, 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 Plötze. Plötze. So. Ui, da gibt's was zu kämpfen. Gegen Mekka. Verdammt, bist du hässlich. Hallo, 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 hallo. Ich glaube, acht, also, oder nicht acht, aber, ey, ich stelle mich gerade echt dumm an. Egal, egal, egal. Die sind ja nicht so stark, von daher kann ich mir das leisten. Ich denke, wenn die Zahl weiß ist, ich glaube, es ist jedem klar und so, aber ich will es jetzt trotzdem sagen. Wenn die Zahl weiß ist, bedeutet das sowas wie, ey, die sind Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich sozusagen raus. an der Level für dich. Grün bedeutet, ey, die sind genau das richtige Level. Rot ist, ey, verpiss dich, die sind zu overpowered. Kommt hier noch was? Nein? Da hinten habe ich irgendwas gesehen. Jetzt ist leider mein Boost weg, aber naja, egal. Hier laufen noch ganz viele rum. Ich kämpfe echt nicht gern gegen Neckar. Ja, Geralt! Geralt! Pack in dem Moment dein Schwert weg. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Kein Stress. Ich wollte eh nicht gegen die Viecher kämpfen. Nicht mit dem Schwert. Ich wollte jetzt einen schönen Faustkampf starten. Pack der in dem Moment einfach das Schwert weg. Ich glaub's nicht. Ja, du bist zwar ein Krieger, aber naja, so eine große Nummer bist du jetzt nicht. Hast mich zweimal getroffen, aber auch nur, weil ich, nun ja, es nicht wirklich für nötig gehalten habe, ja jetzt wirklich großartig auszuweichen. Naja, Die Neckar so. tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Danach müsste ich mir, glaube ich, neue Bomben herstellen, weil ich hätte nur zwei von den Karteschen. Jetzt müsste die verbraucht sein. Nee, eine habe ich noch. Jetzt bin ich verwirrt. Ich habe nämlich zwei gelesen. Jetzt steht da eins. Jetzt bin ich verwirrt. Oh nein. Oh, da ist noch so viel Zeichen. Oder nee, bevor wir das erkunden, gelaufen wir zu dem Ausrufezeichen. Am Ende ist das Ausrufezeichen plötzlich wieder weg und aus irgendwelchen Gründen, was weiß ich. Sogar die Ghule verschmähen mich. Ich schaff das nie. Was denn? Warum kann ich nicht mit dir reden? Hallo? Ah, jetzt. Du suchst Ghule? Wieso? Sonst will mir keiner das Licht ausblasen. Mir geht's seit Tagen elend. Zum Sterben. Aber ich schaff's irgendwie nicht. War schon immer so stark, verdammt. Kennen wir uns? Ja, du hast mich unter dem Leichenberg hervorgezogen. Ich war so sicher, dass ich nicht krank werde. So sicher, so dumm. Hör zu, du hast mir einen Gefallen getan. Tu mir noch einen. Hast da ein scharfes Schwert? Mach Schluss. Werde ich machen, ich bringe dich nicht um. Klar, ich erlöse dich von deinem Leid. Du siehst auch echt Bist du eklig sicher? aus. Ich bitte dich, tu es schnell und verbrenn meine Überreste. In Ordnung.
Ich danke dir. Und nimm dies. Ich wollte was für die Kinder sparen, aber jetzt brauchen sie es nicht mehr. Tschüss. Ist das der Typ gerade? Hieß es nicht, wir sollten die verbrennen, aber irgendwo ist das nicht passiert. Ja, keine Ahnung. So. So ist das. Es sah halt auch echt eklig aus mit den Beulen. Und bevor er länger leidet, ne? Können wir ihn ja lösen. So, wir gehen durch die Tür und sehen, dass hier drin nichts ist. Echt jetzt? So wirklich gar nichts? Wow. Okay, es hat sich voll gelohnt, durch die Tür zu gehen. Gut. Waren wir hier eigentlich? Ich glaube nicht, ne? Nee. Ich bin mir gerade am überlegen, ob ich kurz noch hier hin soll, weil hier jetzt Fragezeichen ist. Das war davor, glaube ich, noch nicht da. Ob ich dann so einen kleinen Bogen mache und dann so und so und so oder ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich gehe einfach mal hier runter. Mal schauen, was passiert. Und ich speichere mal wieder hoch. Habe ich mich gerade erschreckt. Was war denn das für ein Geräusch? Warum war dieses Geräusch da? So, was ist hier? Oje. Lass ihn nicht zu Atem kommen. Oh. Ein Hundi! Zeig mir, was du zu bieten hast. Oh, ein totes Hundi. Dumm-di-dumm-di-dumm. Au. Eigentlich nicht. Das hat nur mein Schild. Jetzt. So, zum einen hat das gerade nämlich nicht funktioniert und zum anderen stecke ich hier fest. Komm nicht auf die Brücke. Alles klar. Ah, ui. Ah, danke, du hast mir von der Brücke. Du hast dafür gesorgt, dass ich schnell finde. Huch. Du machst so viel Schaden. Da interessiert mich eigentlich deine Treffer nicht. Ist dir schon klar, oder? Dann. Oh, wir wären fast gewesen zum Anzünden. Ah, noch nie. Oh, armes Hundi. Das war's, oder? So. Nehmen natürlich wieder alles mit. Ach, dein Zeug liegt wahrscheinlich auf der Brücke. Ich gehe da gleich hoch. Das verstehe ich immer noch nicht mit diesen Bienen. Okay, das war nur ein Fass, das geleuchtet hatte. Da unten ist noch irgendwas. Das sieht aber mehr nach drinnen aus. Obwohl, ich konnte schon öfters Dinge durch Wände holen. Diesmal aber nicht. Okay, dann nicht. Dann halt nicht. Nee, warte, ich wollte über die Brücke. Weil da liegt ja noch Zeug. Voll unnötig, ich hätte auch hier einfach wieder runtergehen können, aber naja, ja. Nee, ich kam ja irgendwie nicht auf die Brücke. Ich bin ja irgendwie festgesteckt oder so, was weiß ich. So, mitnehmen, alles. Was zur Hölle war das gerade? Geralt. So, das nehme ich. Was haben wir denn da gerade gefunden? Eine nicht so gute Rüstung. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auch mit.
Hier oben gibt's nichts mehr, wenn ich das richtig sehe. Dann laufen, rollen, springen wir nach unten. Keine Ahnung, irgendwie kommen wir schon nach unten. Nach unten kommt man immer. Mhm. Ein Rabe! Hallo Rabe, wie geht's, wie steht's? Ist hier noch irgendwas? Oh ja, hier. Gucken gleich, was wir da Feines bekommen haben. So, ich denke, das war's, wenn ich das richtig sehe. Da irgendwo habe ich noch einen roten Punkt. Der war aber nicht irgendwo hier oben. Huch. So, okay. Was haben wir hier bekommen? Stiefel. Rüstungen, ja, sind die besser, aber von den Bonussen. Das war nicht die richtige Mehrzahl, aber mir egal. Oder wie auch ich die nennen will, sind meine jetzigen Stiefel natürlich besser. Von daher lasse ich die einfach mal ausgerüstet. Hier, Schwert. Ne. Ne. Ne, 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 ne. Das lohnt sich nicht wirklich, die jetzt auszutauschen. Nicht wirklich. Wir haben gebratenes Steak bekommen. Geil. So. Ach, das Sternchen ist ja schon alles weg. Ich muss die Sternchen wegmachen. Die stören mich irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich will die weghaben. Warum habe ich Herzen? Ach, das sind Neckarherzen. Hier ist noch ein Sternchen. Hier sind noch Sternchen. Und da. Und jetzt ist sie weg. Sehr schön. Und wir sind überladen. Das ist doch das, Ja, das habe ich gesucht. Nee, Alchemie habe ich gesucht. Nee, was habe ich gesucht? Ich weiß es nicht. Irgendwas halt. Huch. Das war die Frage, die bei Entzündung ist verdient. Das ist bestimmt auch mal praktisch, aber... Ich bin nämlich gerade im Überlegen, ob ich ein paar Bomben herstelle. Weil Bomben gehen, glaube ich, ja nicht aufs Gewicht. Aber die Zutaten dazu, glaube ich, schon. Oder irgendwas bei Alchemie herstellen und es dann verkaufen. Aber naja, wie viel Geld bringt das schon? Aber wäre eigentlich ganz klug. Aber die Zutaten, obwohl die ganzen Handwerkszutaten, die fallen ja nicht ins Gewicht, ne? Das ist ja das hier alles. Alchemie, Handwerk, es fällt ja alles nicht ins Gewicht. Es fällt ja immer nur das hier ins Gewicht. Was sind Spielerwerte? Ah, das sind wir unsere Spielerwerte. Ich kann es auch wegwerfen, aber vorher verkaufe ich es lieber. Oder ich zerleg's oder. Ich hätte ein paar Flaschen verkaufen können. Übrigens habe ich so viel ins Gewicht. Aber egal, wir sind auf jeden Fall wieder überladen. So, wir bräuchten wieder irgendwas zu verkaufen. Wir haben ein Assassinenmesser, ein blutverschmiertes Inventar. Wo kommt denn das her? Naja. Keine Ahnung. Questgegenstände stand da irgendwas, ne? Also irgendeinen Sinn wird es schon haben, dass es da ist. Naja. So. Wir können nicht rennen. Daher werden wir gleich auf Plätze reiten. Das Praktische im Kampf ist, du kannst rollen und bist dadurch ein bisschen schneller, aber außerhalb vom Kampf kannst du halt nicht rollen und das ist halt nicht so gut, weil nun ja, du sehr langsam bist, wenn du überladen bist, ne, Plätze. Plätze schüttelt du mit dem Kopf. Stimmt mir wohl nicht zu. So. Du hältst dich vom Kahn fern. Glaube ich, habe ich gerade gemacht, ne? Ich weiß nicht. Die Neckar tauchen hier auf. Sie graben sich raus. Und
blub. Diese Superhelden, die so eine Explosion ausgelöst haben und dann so ganz cool weggelaufen sind. Das wollte ich gerade so ein bisschen inszenieren mit Geralt. Oh, wir haben keinen Quen mehr. So. War auch eigentlich unnötig. Wir haben trotzdem Aua bekommen. Naja, egal. Die sind ja jetzt nicht so wild, die Wunden, die wir da bekommen haben. Dieses kleine Kretzelchen. Kretzelchen. Alles klar. Ist ja jetzt nicht so wild. Trinken wir ein bisschen Wasser und dann ist es schon alles wieder gut, ne? So, sammeln wir alles aus auf vom Nest. Überlegen das Vampiröl. Rausgerissene Seite. Echidna Absud. Okay, so geht's als nächstes hin. Wir könnten natürlich einen Abstecher hier machen in der Hoffnung. Dass da vielleicht eine Headlord so ist. Ich bin mal so optimistisch. Ich bin mal so frei. Am Ende wartet dann nur mehr Kampf und mehr Loot auf uns und... Nein, das sieht hier völlig normal aus. Hallo, guten Tag. Habt ihr zufällig einen Händler bei uns? Als ob du hier nicht drüber kommst, Pferd. Wow, episch. Ich fange mal hier unten an. Das müsste diese Mühle sein. Aber ich glaube, da kommt gleich hin. Sie sagt, sie hätte verdorbenes Fleisch gegessen. Fleisch? Woher hatte sie das denn? Weiß ich nicht, aber man sagt, ihr Mann würde immer dorthin gehen, wo gekämpft wurde. Ah, Menschenfleisch also. Ich glaube nicht, dass ich hier reinkomme. Nee, wir kamen noch nie in eine Mühle rein. Ach, pass auf, du Trampel. Beleidige Plätze nicht. Beschimpf sie nicht als Trampel. Habt ihr keinen Händler bei euch? Temerien ist kein Temerien. Das ist enttäuschend. Das ist höchstgradig enttäuschend. Genau wie dieses Haus. Aber naja, der Part ist eh gleich rum. Das bedeutet, dass ich außerhalb von dem Part, weil ich, man kann sich ja auch teleportieren. Oh, hier gibt es ein Ausrufezeichen, habe ich gerade gesehen. Werde ich wieder mich leichter machen. Aber ich werde davon nichts mitbekommen, weil das alles nicht im Part passiert. Weil, nun ja, es lohnt sich halt jetzt recht nicht wirklich noch im Part. Und vom Part geht so viel Zeit drauf. Und ja. Was euch allerdings sehen könnte und was definitiv in diesem Part noch passt, ist dieses Ausrufezeichen hier. Nordwärts, Meister? Warum fragst du? Ich dachte, du könntest vielleicht nachsehen, was mit unseren Männern passiert ist. Sie sind schon eine Weile weg. Reden wir über meine Bezahlung. Meine Belohnung. Was habt ihr da im Sinn? Oh, ach, wir dachten... Aber ja, du hast was für deine Mühe verdient. Ja, natürlich. Oh, ist ganz schön viel. Glaube ich. Wir machen mal 270. Ich traue mich halt nicht so wirklich hoch zu gehen. Aber ich denke, 270 ist doch in Ordnung, oder? Freut mich, wenn dir das passt. Schön. Dann, ja, so wie ein Chef. Was brauchst du? Hier ist neulich eine Kaufmannskarawane durchgekommen. Die hat ein paar unserer Leute angeheuert, ihr den Weg zur Brücke zu zeigen. Gestern hätten sie zurück sein sollen. Gut, ich halte die Augen offen. Mein Bruder Tomil hat sie angeführt. Rede mit ihm, wenn du sie findest. Kluger Mann. Nicht wie die anderen.
Das dürfte ein neues Rufzeichen sein vielleicht? Fragezeichen sein vielleicht? Nein, nicht? Okay, welche Brücke? Die hier? Das Fragezeichen war schon davor da? Ich habe keine Ahnung. Welche Brücke? Das Fragezeichen war auch schon da. Scheint wohl doch kein neues Fragezeichen zu sein. Egal. Na gut, dann schaue ich mich weiter um. Das will ich definitiv nicht noch in diesem Part haben. Ja, geschafft haben. Gesundheit! Nur noch dieses Haus da oben, auf das wir uns sehr langsam fortbewegen. Und dann habe ich mich, glaube ich, hier überall umgeschaut. Alles wird genau, was es gibt. Haha. Meins. Und das ist meins. Zack. Und ich werde in dieser Hütte bleiben. Ich werde nicht in dieser Hütte bleiben. Du hast vorhin genossen. Ziemlich laut. Ja, dann werde ich mein Zeug verkaufen. Später, nachher, irgendwann. Auf jeden Fall, bevor der nächste Part beginnt. Weil wir können hier ganz schnell wieder schnell reisen. Und dann wird unsere Reise fortgesetzt. Aber jetzt erstmal heißt es für euch, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bye-bye.